Alle wurden einfach so hart verarscht. Seit wann gibt es Sephora bei H&M? Zumindest habe ich das kurz gedacht, denn ich war bei H&M und sie hatten einfach so eine riesige Make-up-Theke, dass ich wirklich dachte, dass ich bei Sephora bin. Also natürlich weiß ich, dass H&M Make-up hat, aber normalerweise sind es immer nur so ein, zwei Sachen, die nicht besonders gut sind. Aber als ich in Finnland war, gab es einfach diese riesen XXL Make-up-Theke und ich habe mich eine Sache gefragt, gibt es das auch bei uns in Deutschland? Die Produkte sahen einfach so ästhetisch aus. Es gab wirklich von jeder Kategorie 100 verschiedene Varianten. Und die Verpackung hat mich einfach so krass an Rare Beauty erinnert, weil es einfach so schön aussah. Ich habe mir so richtig viel mitgenommen. Ihr möchtet nicht wissen, wie viel ich ausgegeben habe. Nämlich das Ganze war schon ein bisschen teurer. Und dann dachte ich, ich fliege in Ohnmacht. Seit wann hat H&M einfach Rasierer? Ich habe alles für ein Full-Face-Make-up gekauft und das Ganze hat mich einfach über 160 Euro gekostet. Und ob die Produkte gut sind und sich das Geld gelohnt hat, seht ihr jetzt auf YouTube. Da habe ich ein Full-Face H&M-Make-up hochgeladen.